kurz nach halb zehn. Es ist bewölkt heute. Und gestern Nacht um 1 Uhr, ich bin nämlich ziemlich spät ins Bett, hat das linke Licht hier bereits. War aus. Funktionierte nicht mehr. Das hier war noch schön am Blinken, aber das eine nicht. Ist natürlich sehr enttäuschend, wenn das sich bestätigen würde, dass die nur ein paar Stunden blinken. Naja, und jetzt haben sie noch nicht mal volle Sonne und werden noch nicht mal richtig aufgeladen. Zur Wäsche muss ich waschen. Ich hänge so das ein oder andere Licht auf, eventuell halt um das Fenster rum hier. Oder ich fange an, hier was hinzuhängen. Muss ich mal sehen. Jetzt wasche ich erstmal Wäsche, trinke einen Kaffee. Ich bin ja nicht nur ein bisschen düselig. Und heute ist auf jeden Fall entspannen weiterhin angesagt. Denn ab morgen geht es wieder der Arbeitstag los und wird richtig anstrengend. Die ganze Woche, Mittwoch bis Sonntag, genau wenn ich arbeite, ist Wind angesagt. Vielleicht gehe ich mal kurz angeln, aber eher nicht. Ich glaube, das Licht, das hat nicht aufgegeben, so wie ich gedacht habe, sondern da ist auch ein Knopf dran, dass man das auf 6 Stunden begrenzt. Und genau das ist passiert. Und ich habe es gerade getestet. Es war ausgeschaltet. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß auch nicht, das ist auch aus. Das andere. Ich muss mich da, glaube ich, nochmal durch die 6-zeilige Gebrauchsanweisung durchwursteln. Die sind auf jeden Fall länger als gedacht. So, ja. Es geht hier hoch, dann hier hoch, da hoch, runter. Wieder hoch, wieder runter. Nee. Auf jeden Fall geht es zweimal rum. Und dann hatte ich noch genug übrig, um das hier enden zu lassen. Nee, es geht ja hier durch die Mitte nochmal durch. Na, auf jeden Fall. Werde ich sehen, wie das aussieht. Aber jetzt nicht, wenn es dunkel ist. So, jetzt habe ich keine Lichter mehr übrig bisher. Es kommen noch Lieferungen, aber ich habe alle Lichter verbaut. Es ist immer noch irgendwie schwül, trübe, sieht die ganze Zeit nach Regen aus. Und diese nervigen Laubbläser sind natürlich unterwegs. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, wenn ich wässer. Denn überall stehen halt diese Solardinger rum. Ja, so, jetzt gibt es einen zweiten Kaffee. 20 nach 3. Wäsche gewaschen, hier hängt hier. Garten ein bisschen gesprengt. Ja, ist irgendwie schwüldrückend. Ich bin auch irgendwie schlapp. So, jetzt gucke ich mir, glaube ich, einen Film an. Und mal, warte, bis es Abend wird. Den Film habe ich geguckt. 20 nach 5. Das ist komplett zugezogen. Ist windig. So, ich bin mir sehr gespannt auf meine Lichter, wenn die angehen, wie das aussieht. Weil hier ist ja alles jetzt vernetzt. Und außen am Fenster auch. So, jetzt habe ich mir die Kartoffeln in meinen Ofen, die brauchen ja eine halbe Stunde. Und dann bringe ich später die Reppen dazu. Zum Aufwärmen. Da bin ich mal gespannt, wie der Schedule morgen ist. Auf jeden Fall QJ. Der Helikopter, wo der Nob nicht verbunden ist. Der wird morgen um 7 Uhr nach Kauai geflogen. Also der wird uns wieder weggenommen. Der so gut fliegt. Ich hoffe, ich muss das nicht machen. Hier geht ja erst um 5 vor 7 geht die Sonne erst auf. Und um 7 Uhr soll der bereits weggeflogen werden. Das wäre mega früh. Das heißt, man muss um 4:30 oder so aufstehen. Und dann sind insgesamt 4 bzw. 3 Flüge auf dem Schedule, 9, 10 und 11. 9, 10 und um 2 oder so. Und auf dem Helikopter sind 4 Flüge, 9, 10, 11 und 2. Ich hoffe, ich muss hier nicht nach Kauai fliegen. Das Wetter wird nicht nur unbeständig, sondern es wäre auch saumäßig früh. Der offizielle Schedule ist noch nicht rausgekommen. Aber er ist genauso, wie ich befürchtet habe. Die wollen, dass ich um 7 Uhr morgen früh starte und ein Helikopter nach Kauai fliege. Die Sonne geht um 2 Minuten vor 7 auf. Das heißt, ich soll das Ding in die Luft bringen, 2 Minuten nachdem die Sonne
aufgegangen ist. Pre-Flight im Dunkeln. 4 Uhr aufstehen. Da habe ich dem Koji erstmal geschrieben. Ne. Mach ich nicht. Beziehungsweise fühle ich mich nicht comfortable. Jetzt bin ich mal gespannt. Er meldet sich nicht. So, die Kartoffeln sind so gut wie fertig. Ich habe jetzt das Fleisch draufgelegt. Und im Garten müssten mittlerweile die Lichter angegangen sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Die orangen Lichter, die sehe ich schon von hier. Okay. Hier die Lichter, die flackern ein bisschen. Und die Lichter sind auch an. Da muss ich den Pattern mal ändern, denn das gefällt mir nicht. Ja, dieses Running-Licht ist auf jeden Fall cool. Und hier, der geht durch auch durch alles durch. Das lasse ich erstmal. Ja, der spielt alle Patterns durch. Ah. Ja, Koji meldet sich weiterhin nicht und der Schedule ist nun offiziell. Ich soll das Ding rüberfliegen. Keine Ahnung, wie ich zurückkomme. 3 Flüge habe ich dann noch um 10, um 11 und um 2. Aber kein Helikopter zugewiesen. Ey, was denken die sich, Mann? So, der Koji hat mir nie geantwortet. Jetzt haben wir gleich viel nach 7 und ich bin... mir ist irgendwie schlecht. Aber der Schedule hat sich gerade eben geändert. Die Base Managerin wird gerade alles geändert. Der Koji fliegt um 7 Uhr das Ding nach Kauai. Wieder zurückkommt oder wie auch immer. Und ich übernehme die Flüge, die er hatte. Es sind beides 4 Flüge, von daher ist es egal, wer erster was weiter ist. Naja, auf jeden Fall fange ich um 9 Uhr an mit dem BSO. Statt um 7 Uhr mit diesem komischen Ferryflug. Ja, 9, 10, 11 und 2 habe ich jetzt die Flüge. Das heißt, ich muss erst um 6 Uhr raus und nicht um 4. Das beruhigt mich. So, den Film, den ich geguckt habe, der war ziemlich gut. Jetzt haben wir schon 20 nach 9. Jetzt muss ich gleich ins Bett. 6 Uhr muss ich ja raus. Also in 8,5 Stunden. Videos habe ich alle zusammengeschnitten noch. Die Lichter, die Wandlichter, die gefallen mir richtig gut. Denn das Gute ist ja, weil die halt so klein und also auf so einem dünnen Kupfer, Mini-Kupfer-Dingsbums aufgefädelt sind. Ich bin mal gespannt, wie lange die halten, aber dass man die tagsüber überhaupt nicht sieht. Man sieht zwar das weiße Kabel und das dieses Solarpanel, ja, aber die Lichter selber, die sieht man gar nicht. Also das verunstaltet jetzt nicht so wie normale Weihnachtslichter, die ja normalerweise an einer grünen Lichterkette oder an einem grünen Kabel hängen, was auch ziemlich dick ist. Das sieht man ja tagsüber. Aber die Dinger, die sieht man nicht. Also ich meine, man sieht natürlich das Kupferdraht um den schwarzen Blumentopf, was rumgewickelt ist. Aber das ist auch die einzige Stelle, wo man das sehen kann. Die ganzen Dinger, die hier an der Hauswand, die ja beige ist oder so, weiß-beige, braunisch, mehr beige, sieht man nicht. Super geil. Und nachts sieht man sie, sind die auf jeden Fall hell genug, dass die dann einen coolen Lichteffekt. Ich meine, es wird natürlich alles überstrahlt von dem krassen Zeug, was sie da oben am Balkon haben. Aber da ist noch mehr inbound. Und meine ganzen Amazon-Bestellungen, die sind früher weggeschickt worden als ursprünglich geplant. Das heißt, alles kommt Donnerstag, Freitag an. Also inklusive Rasierer, zweitem Regal, weitere Lichter, Smart, hier Steckdosen, noch mehr Lures, alles Donnerstag, Freitag. Also übermorgen und den darauf folgenden Tag. Gefällt.